Asphaltfreunde und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom ETS 2. Und wir befinden uns logischerweise immer noch in Casablanca und haben jetzt eine neue Fracht aufgesattelt. Wie ihr seht, wir fahren jetzt Fuel, also Sprit, von Casablanca nach Białystok in Polen. Ja, und ich würde sagen, bist du bereit, Annika? Sie spricht immer noch nicht mit mir. Dabei war mit dieser Frommhafen noch wirklich gar nichts. Ja, wir müssen trotzdem los. Auf gute 3554 Kilometer. Wobei natürlich auch wieder ein Stück Fähre ist. Schön nochmal durch Casablanca durch. Ja, das ist eine geil. Das ist echt eine Naja, geil. Viel unfairere Möglichkeiten, so ein Radar-Ding aufzustecken, ist glaube ich nicht. Hab ich alle angeblinkt? Oh, war das eine Busfahrerin? Nein, Annika, ich gucke da nicht hin.
raus hier aus der Stadt. Da ist ja hier wieder eine absolute Welle. So, freie Bahn mit Marzipan. Dass er ja nicht auf falsche Gedanken kommt da hinten. Mediamarkt, selbst hier in Casablanca. Sie nennen mich Kilometerfresser. Jawohl, wir sind hier wieder auf der Bahn, da muss man dabei sein. Die nächste Fahrt geht nicht rückwärts. Schönstes Wetter hier. Wo sind wir eigentlich aktuell? Jo, hier. Wir fahren mal über Rabat. Wir werden gleich die... So komme ich raus, da müssen wir hinten rum rausfahren, ne? Ne, wir kommen auch hier raus. Wir fahren mal nach Rabat rein. Nehmen wir die Fragezeichen mit. Wenn schon, denn schon. Die drei Fragezeichen. Justus Jonas, Peter Shaw, Recherchen und Archiv, Bob Andrews. Oder früher war immer so ein Rannengerächerchen.
Was ich mir gelesen, demnächst kommt ein Update für den DAF raus. Bin ich mal ganz gespannt, wie der so aussieht. Weil ich mag den DAF ja. Und mal schauen, was da dann Neues rauskommt. Stand da im SCS-Block. Mal schauen, was die uns da wieder Schönes hinstellen. Was machen die denn da? Sieht doch mal richtig professionell aus hier. Scania. Ja, sie brauchen nicht hupen. Dadurch, dass sie hupen, geht es auch nicht schneller. Baut. Quatschen hier nur, die sollen arbeiten. Fahren sich durch die Haare. Och, bin ich nicht schön. Ja. Was ist denn das hier für ein Stau? Hier wird Holz verladen. Wir stellen uns mal hinten an. Geht das hier mal weiter? Verdammt nochmal. Sehr geschickt rein. Ich springe, es hat doch alles keinen Sinn mehr. Okay, doch nicht. Oh, da wollte ich gar nicht hin. So müssen wir denn jetzt eigentlich zu einem Fragezeichen. Und dann rechts hoch. Der Grüne wird's nicht. Wir halten den ganzen Verkehr auf hier. Unfassbar sowas. Sollen alle von der Straße verbannt werden. Händler und im Gegenzug eine Arbeitsagentur. Annika, ich muss mal nachdenken, wie ich frage. Hallöchen. Können Sie mir wohl sagen, wo es hier lang geht? Hallo.
du sprechen so viel zu mir. Hallo. Ach, du willst mit mir. Annika, ich komm gleich. Huch. Verdammt. Jetzt ist sie weg. So, jetzt werden wir aber auch langsam wieder fahren. Wir stehen hier ja mehr als wir fahren. Nee, Annika, ich musste nach dem Weg. Ich musste wirklich nach dem Weg fahren. Ja. Zehntausend, Tina! Immer wieder ist es Tina. Die gute Tina. Ach, was habe ich Tina mal geliebt. Lang, lang ist es her. So. Wollen wir hier weiter gucken? Ja, zu erwarten, wenn der neue DAF kommt, dass da vielleicht dann auch ein bisschen mehr PS vielleicht unter der Haube sind. Dann. Das wäre sicherlich mal gar nicht schlecht. Guess on the street. Now we leave the street better. That's not good. DHL, weißt du? Zu Hause kommt die Post nicht rechtzeitig an, aber hier durch Casablanca und Umgebung fahren sie ja schön hin und her. Skandal ist es. Das ist es, Skandal. Das ist so. Herr Lappen, wolltest du überholen, oder was? Lass dich aber nicht. Na komm, komm, komm. Komm, komm. So. Und du? Super, wenn wir doch jetzt mal fragen, wie er sich das jetzt so vorgestellt hat. So. Naja. Gucken die an, ne? So, Kollege, wie hast du das denn jetzt gedacht? Entschuldigen Sie, dass Sie jetzt da mal herhalten müssen, aber ich meine, viele intelligenter sehen Sie auch nicht aus. Interessant, interessant. Da machst du was mit. Wollen wir die Sache mal aufklären, ich als Held des Verkehrs.
And now we are back on the street. Sollten wir langsam ein paar Kilometer fressen, ne? Ich vertändel hier die ganze Zeit. Da ist auch immer wieder was Interessantes zu entdecken. Wir hatten ja schon gesagt, wenn wir das nächste Mal wieder so Richtung zu Hause sind, werden wir auch mal wieder ein paar Touren mit dem Scania fahren. Wir werden den DAF dann in treue Hände geben. Meine Lieblingsfahrer, wir müssen mal eben gucken. Meine Lieblingsfahrerin ist ja im Moment eigentlich die Tina. Was fährt denn die Tina im Moment? Ach, die kriege ich. Also Tina wird dann diesen LKW kriegen. Weil die macht richtig. Ihr seht das, ne? Die macht richtig Kohle. Die wird also meinen LKW bekommen. So, wir können eigentlich jetzt schon mal eben Tina und Dominik austauschen. So, dann kriegt Tina nämlich schon mal. Jetzt hat sie schon mal meinen LKW und kriegt dann, wenn wir soweit fertig sind, nachdem ich erstmal gehustet habe. Und kriegt dann, nachdem wir wieder da sind oder nachdem, wenn wir soweit sind, kriegt die dann meinen DAF. So, wir können mal eben gucken, ob das hier nicht mal sagen, kompetente neue Fahrer gibt. Halina. Ja. Die heißt Agnes. Naja. Oh, Scarlett. Scarlett wird eingestellt. Haben wir irgendwo Platz für Scarlett? Ich hoffe. Ja, Scarlett wird eingestellt. So, Dominik, tut mir leid, aber wir sind relativ unzufrieden mit dir. So, wen haben wir denn noch? Agnes. Naomi. Mille. Orsoila. Ja gut, und dann werden wir jetzt noch mal eben Scarlett Fahrermanager Scarlett. Ich weiß, wo steht da nicht der? Steht der in Hamburg oder steht der in Moskau? Hier steht er. Zack. So, Scarlett, gute Fahrt. So, jetzt sind eigentlich soweit wieder alle versorgt. Und wir können weiter. Nach diesen ganzen bürokratischen Dingen kommen wir für diesen Part aber erstmal zum Ende. Ich weiß, wir sind jetzt nicht ganz so viel gefahren. Ich hoffe, das hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Beim nächsten Mal fressen wir dann auch wieder ein paar Kilometer, damit wir endlich mal vorankommen. Ich sag wie immer schönen Dank fürs Zuschauen, wünsche euch allzeit gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Es grüßen euch die liebe Annika und Upsa und ich, der Micha. Bis dahin. Tschüss.